52 beste Bücher. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Es begrüßt Sie Hardy Ruess und es begrüßt Sie dieser kleine Club hier, der regelmäßig als Gruppe über eine Neuerscheinung diskutiert. Und zwar Sabine Haupt. Sabine Haupt als Literaturwissenschaftlerin, als Kritikerin, auch als Autorin, als Erzählerin. Und Urs Widmer, umgekehrt jetzt die Gewichte, als Erzähler, als Romancier, als Germanist und jetzt eben mindestens hier bei uns, Urs Widmer, auch als Literaturkritiker. Das Buch, über das wir heute reden werden, ist der Roman Pfingstkrieg von Martin Walser. Martin Walser, nächstes Jahr wird er 70, mit Sicherheit einer der renommierten und zu Recht, auch wenn man sein Werk anschaut, das sind doch ein paar Dutzend Bücher, Romane, Erzählungen, Novellen. Ich habe gesehen, allein 6 Bände mit Hörspielen gibt es von Martin Walser. Also Martin Walser, der nächstes Jahr 70 wird und der sicher zu jener Figuren gehört, die wir, die an Literatur interessiert sind, immer wieder gerne zur Kenntnis nehmen. Wie gerne werden wir diskutieren in diesem speziellen Fall? Vielleicht 2 Sätze zum Stoff, Pfingstkrieg. Ein Beamter namens Stefan Fink veranstaltet einen Krieg, weil er als Beamter ungerecht behandelt wird. Er wird nach Landtagswahlen, wo die Farben in der Regierung wechseln, wird er als SPD-Referent für kirchliche Dinge. Er ist der Verbindungsmann zwischen Hessen und den Landeskirchen, das heißt der jüdischen Religion, der evangelischen und der katholischen, das ist nicht unwichtig, wird er abserviert, damit ein CDU-FDP-naher Politiker seinen Job bekommen kann. Und das lässt er sich nicht gefallen. Und weil er sich nicht gefallen lässt, erfindet nachher sein Chef eine Verleumdung, indem er behauptet, man sei sowieso nie mit den Leistungen des Stefan Fink zufrieden gewesen. Und nun geht die Maschinerie los, die Kriegsmaschinerie. Herr Fink wehrt sich, spannt seine Freunde ein, versucht alles, um zu seinem Recht zu kommen. Kurz und gut, Pfingstkrieg ist lanciert. Nun wissen wir, Sabine Haupt und Urs Widmer, dass diese Handlung, das Handlungsgerüst auf eine reale Begebenheit zurückzuführen ist, das wurde in den Zeitungen auch ausführlich kommentiert. Ist das für Sie so etwas wie ein politischer Roman? Martin Walser war ja immer in dem Sinn auch ein politischer Autor, ein sehr links engagierter, wenn man diese Etikette brauchen kann. Ich habe ihn nicht eigentlich als ein politisches Buch gelesen, obwohl diese Lesart natürlich nahe liegt. Mich hat an dem Buch irritiert und fasziniert, dass es eines ist, dessen Stärken auf eine paradoxe Weise identisch mit seinen Schwächen sind. Man kann es tatsächlich von 2 Seiten her lesen und man kann sagen, wie großartig oder wie entsetzlich, und beide Mal benutzte man die gleichen Argumente. Ich kann mich erinnern, als ich für die Wochenzeitung Die Zeit arbeitete noch, da hörte ich mehrmals den Schnack, das, was man schreibe, müsse für den mittleren Zahnarzt in Kaufbeuren lesbar sein. Dieses Buch handelt in einer gewissen Weise, obwohl es vom Beamten Fink handelt, vom mittleren Zahnarzt in Kaufbeuren. Es handelt in der Tat und es beschreibt mit einer erschreckenden Genauigkeit, jetzt schaue ich von der positiven Seite her, einen Zustand der Bundesrepublik, sage ich jetzt absichtlich, des bundesrepublikanischen Denkens. Das ist ja wahrscheinlich, kann man das sagen, eine Kleinbürgerkultur fast zu 100%. Es beschreibt das kleinbürgerliche Denken mit einer absoluten Genauigkeit, die man bewundern mag oder die man dann in diesem Buch auch entsetzlich finden kann. Das wäre aber wieder politisch. Das wäre mal sicher typisch Walser, dieses Kleinbürgerliche, die Angestelltenmentalität, dieses Milieu, das wir von Christlein, von Zorns, von Zürns, von Dorns, wie sie alle heißen, von seinen Figuren her kennen, Sabine Haupt. Also ich finde es ein bisschen problematisch, von diesem Buch als von einem politischen Buch zu sprechen. Einfach deswegen, weil diese Formel unterschlägt, dass Walser ja inzwischen etwas die Fronten gewechselt hat. Also das muss man dazu sagen und das merkt man auch in dem Buch.
politisches Buch, also ganz sicherlich nicht im Sinne der Literatur der Arbeitswelt der 70er Jahre. Diese Epoche des politischen Schreibens ist ganz sicher vorbei. Das liegt wahrscheinlich weniger an der Literatur als vielmehr daran, dass sich die Arbeitswelt selbst verändert hat. Aber Walsers Finck scheint mir in gewisser Weise eine anachronistische Figur zu sein. Also ich habe immer wieder das Gefühl gehabt, da sind Konflikte aus den 70er Jahren, die eigentlich in eine spätere Zeit transportiert werden. Denn heute werden die Menschen ja nicht mehr eigentlich aus politischen Gründen gekündigt. Es gibt ja viel andere Dinge da, die sehr viel schmerzlicher und aktueller sind. Denn Berufsverbote haben ja heute oft die entsetzlich banale Begründung von nicht hintergehbaren wirtschaftlichen Sachzwängen. Also da kann niemand mehr einen Rechtsstreit führen. Es ist im Grunde genommen ja viel schlimmer geworden noch als die Berufsverbote in den 70er Jahren, wo also Walser noch eine eindeutige politisch links festmachbare Position hatte. Und ich meine, dazu kommt, dass dieser Finck eigentlich ein unausstehlicher Pedant ist. Auch das hat was Anachronistisches. Wollen wir mal den, sozusagen, den Menschen Finck ein bisschen noch aufsparen, denn ich glaube, wir sind auch ein bisschen legitimiert durch den Roman, weil einerseits der Roman in der Ich-Form geschrieben ist und andererseits in der Er-Form. In der Ich-Form redet der anständige Finck, katholisch, wie er von sich sagt, aber nicht klerikal, ein sehr verfassungstreuer Beamter, darauf legt er Wert. Vergangenheit sehr sauber, sein Vater hat sich gegen die Nazis damals gewehrt. Und er ist aber nicht nur ein anständiges Ich, sondern das ist eigentlich interessant, er wird ja zu einem unflätigen, unanständigen Beamten, weil er sich wehrt. Um bei diesem politischen Moment zu bleiben, Sabine Haupt, Sie haben gesagt, es ist ein bisschen anachronistisch, aber ich glaube, das ist ein Vorwurf, der nicht ganz trifft, denn es ist bekannt, auch bei uns in der Schweiz, wenn Regierungen wechseln, wechseln auch die obersten Beamten. Es ist fast unzumutbar, dass ein SPD-Chefbeamter unter einem CDU-Ministerpräsidenten arbeitet. Also das finde ich einen logischen Ausgangspunkt. Ja, war auch realiter so, nicht? Ja, das Gleiche, was ich vorher sagte, kann man von der Seite der Schwäche her betrachten. Es ist natürlich ein Stück Rollenprosa. Finck spricht das ganze Buch hindurch. Auch wenn er von sich selber als er spricht, tritt er nie aus seiner Rolle heraus. Und das exkulpiert natürlich den Autor Walser für jede Entgleisung mindestens scheinbar. Trotzdem denke ich, dass es auf die Dauer eine Schwäche des Buches wird, dass die Farbenskala Finks, das heißt dann auch Walsers, von hellgrau zu dunkelgrau reicht, aber nie darüber hinaus, dass das Buch seltsam entwicklungslos ist, dass wir also, ich habe den Test gemacht, das Buch, wenn wir nicht ganz zum Schluss hingehen, aufmachen können, wo wir wollen, und wir sind immer an der gleichen Stelle. Finck ist ganz einfach wütend. Und ich glaube, der Autor Walser übersieht ein bisschen, dass die große Wut des Stefan Finck, und ich glaube, Walser selber kennt sich in Wut sehr gut aus, ein zu kleines Thema ist. Die Wut eines anderen, die nicht eine zweite Ebene hat, ist etwas Langweiliges. Und diese graue Langeweile stellt sich beim Betrachten des Beamten Finck ein. Ich glaube, Walser erwartet doch Teilnahme. Und mir ging es zunehmend so, dass auch ich mich auf die Seite der anderen, der angegriffenen Beamten schlug und dachte, ja, Urs, auch du würdest das Trottoir wechseln, wenn Finck daherkommt. Er ist ein Querulant, heißt das. Und man nervt sich ist, über ihn. Ja. Es ist eine Kohlhaas-Figur, ohne Kohlhaas zu sein. Ja. Was er auch immer wieder sagt. Ne? Also ich habe mich oft gefragt, was erfahre ich eigentlich in diesem Buch, was ich nicht schon weiß, als Binsenweisheit über das, was man am Stammtisch immer schon zur Politik sagte. Also, dass die Politiker korrupt sind und opportunistisch. Ich erfahre in diesem Buch aber nicht, warum das so ist. Also es gibt eigentlich keine politische Analyse im eigentlichen Sinne.
Ich bin ganz gefangen in, als Leserin in dieser trostlosen Alltagswelt von Fink, in seinem trostlosen Innenleben und so weiter. Also da würde ich ganz übereingehen mit dem, was Urs Widmer gesagt hat. Er ist einfach ein Pedant, und auch ich konnte nach einer gewissen Weile ganz gut verstehen, warum dieser Mensch gemobbt wird, wie es heißt. Ne? Ja, ja. Darf ich da mal zweien widersprechen, auch wenn es ein bisschen unhöflich aussieht? Urs Widmer, Sie haben ja gesagt, es hat keine Entwicklung eigentlich stattgefunden für Sie während der Lektüre. Ich meine, natürlich, einerseits ist es das Räderwerk dieser Justiz. Dazu gehört die Kirche. Alle kirchlichen Würdenträger lassen den Fink, wenn es darauf ankommt, im Stich. Die Politiker lassen ihn im Stich, seine Freunde lassen ihn im Stich. Und jetzt ist nicht für mich die Frage, erfahre ich etwas Neues? Es ist so, wie wenn die Kuckucksuhr 12 schlägt, erfahre ich nichts Neues. Es ist jeden Tag 2x12, aber ich höre dem Kuckuck jedes Mal gerne zu, wenn er rauskommt. Und für mich ist dieses Räderwerk so spannend inszeniert, dass ich es gerne mitlese, wie dem armen Stefan Fink Unrecht getan wird. Das ist der Selbstzweck der Literatur. Und wenn ich jetzt noch den Widerspruch ein bisschen zuspitzen darf, konkretisieren, auch, ich glaube, es gibt wirklich eine Entwicklung in diesem Buch, denn für mich hat dieser Beamte Stefan Fink am Schluss, als er sich zurückzieht, 1000 Meter über Meer ins Melchtal, in ein Benediktinerinnenkloster, wie das heute Mode ist, wo auch die Manager sich gerne erholen in Klöstern, weil die ja sonst leer werden, da schreibt er einen Traktat. Und in diesem Traktat philosophiert er über die Macht und die Mächtigen und kommt zum Schluss: Es gibt schlussendlich nichts anderes, als sich mit den Mächtigen zu arrangieren, sie zu loben. Laudamus, Benedicimus, sagt er dann, weil er natürlich das gerade im Kloster gehört hat, wie man den Mächtigsten auch lobt, sonst kann man sich mit ihm nicht anlegen. Und das scheint mir eine Entwicklung, wenn auch eine trostlose. Die Figur Fink sieht ein, es nützt dir nichts, dich mit der Macht anzulegen, das System ist stärker. Ich muss gestehen, mir hat Martin Walser, nicht etwa Stefan Fink, zuweilen beinahe leid getan. Ich dachte, Martin, lieber Himmel, wie kannst du dich so lange für so etwas so intensiv interessieren? weil wir doch eine sehr pedantische, kleinliche, querulanten Seele über eine sehr lange Strecke hin erleben und... Das hängt mit der Rollenprosa zusammen, das ist natürlich ein literarischer Plan, dessen bin ich mir bewusst, nichts darüber hinaus. Natürlich gibt es eine Entwicklung, eine fast jäh aufgesetzte, nämlich der Stefan Fink gewinnt seinen Fall, juristisch gesehen, menschlich gesehen aber verliert er ihn. Er ist am Ende und zieht sich in ein Kloster zurück, und das ist eine Entwicklung. Und dort schreibt er eben diesen Tractatus Scatologicus sive cacata carta, was ich nicht übersetzen werde, aber was am Wort cacata auch für Nicht-Lateiner, glaube ich, einsichtig ist. Also einen sehr anal betonten Text, in dem die Arschlöcher, Zitat, nur so rumfliegen. Das passt schon ganz gut zu einer Beschreibung der Bundesrepublik in einer großen Verallgemeinerung. Aber das ganze Buch ist in der Tat, auch diesem Vorwand kommt natürlich Walser sofort zuvor, wie allen Einwänden, ein anales Buch von A bis Z. Fink ist eine total anale Figur, also mit dieser Ordnungsliebe, die zur Pedanterie sich ausweitet, diese seinem Geiz, seinem Eigensinn, das sich wirklich bis zu den wildesten Trotzreaktionen steigert. Das ist wirklich wie eine Illustration dessen, was Freud als anal definiert hat. Und wenn Walser den Einwand vorwegnimmt, macht es das ja nicht anders. Es ist trotzdem so. Und vielleicht ist diese Gesellschaft ja tatsächlich so. Das kann schon sein. Also mir kam dieser Fink vor wie so eine runzliche Echse, so aus der Kreidezeit des Beamtentums. Also wieder, um zurückzukommen auf diesen Anachronismus. Denn er sagt das ja auch manchmal so ein bisschen selbstgefällig, dass er also weder Englisch kann, noch kann er einen Text gescheit am Computer formatieren. Also da hat er geradezu was Debiles. Das könnte ihn nun sympathisch erscheinen lassen. Ganz analog zu dem, er kennzeichnet sich auch im Text manchmal zu der Klasse der Blassen.
dazugehörig, im Gegensatz zu den braun gebrannten Kollegen, die da immer aus Griechenland und wo auch immer herkommen. Aber das wäre sympathisch gewesen, wenn er über seine Besserwisserei und über seine Pedanterie hinaus irgendwelche interessanten Eigenschaften gehabt hätte. Wie sein Freund zum Beispiel, der also an einem grotesken, megalomanischen Romanprojekt dran sitzt. Aber das alles hat er ja nicht. Und diese ganze langatmige Darstellung des Rechtsstreits, ich habe irgendwann nach 20 Seiten habe ich aufgehört, das zu verstehen. Also genau zu rekonstruieren, welche Petition geht jetzt wohin, welcher Beschwerdeausschuss schickt jetzt die Beschwerde wieder zurück und so. Und das hat nicht die gleiche Qualität wie meinetwegen ein Prozess bei Kafka. Ja, es ist interessant. Ja? Obwohl Walser also über Kafka seine Dissertation geschrieben. Die Menschen haben keinerlei Eigenschaften. Also da möchte ich schnell widersprechen, lieber Rosemar, jetzt schon, bevor Sie schon wieder die guten Argumente für Ihre Behauptung bringen. Sie sind der Gute in dieser Sendung, wir sind die beiden Bösen, sagen Sie Ihr Gutes. Ja, nein, ein Stichwort, Ehre. Ich gebe Ihnen recht, ich hätte auch Mühe, wäre Fink mein Freund. Ich hätte Mühe, die Freundschaft aufrechtzuerhalten, ihn jahrelang dann über diese Querulierei hinweg, ihm zu helfen, das gebe ich Ihnen beiden auch zu, und den Figuren auch, die ihn alle im Stich lassen. Aber ein Begriff ist es, der Fink immer wieder beschäftigt. Es ist nicht nur das Unrecht, das ihm angetan wird, sondern es ist der Begriff der Ehre. Ja. Unzeitgemäß. Und da habe ich plötzlich das Gefühl, ich kann ihm, gefühlsmäßig, kann ich plötzlich eine Eigenschaft diesem kleinen, unscheinbaren Beamten, kann ich ihm attestieren, und die Eigenschaft interessiert mich. Was tut der mit diesem Gefühl des verletzten Rechts und der verletzten Ehre, wodurch das nicht mehr zeitgemäß ist, eine sogenannte Ehre für sich zu reklamieren? Das scheint mir Eigenschaften zu sein, die zwar sehr klein sind, es ist auch eine kleine Figur, aber Urs Widmer, um Ihnen jetzt eben zu widersprechen, ich glaube nicht, es ist eine eigenschaftslose Figur, sie hat zwar sehr starke Eigenschaften, Rechtsempfinden, Treue zur Verfassung, es mögen biedere Eigenschaften sein, Ehrgefühl, aber die interessieren mich, und da hat er keine Chance mit diesen unzeitgemäßen Eigenschaften. Aber wissen Sie, auch mit Michael Kohlhaas wären wir nicht gern befreundet. Das ist ja nicht die literarische Frage. Nur was Kohlhaas von Fink unterscheidet, beziehungsweise das Stück Kleists von dem Walsers, Kohlhaas macht wirklich eine Entwicklung durch, in Etappen. Und das Buch ist mit Sprache geschrieben. Das sind die beiden doch donnernd großen Unterschiede. Ich denke, was die Sprache betrifft, oder die Konzentration auf die Sprache, dass da manchmal der Gaul Walsers durchbrennt und nicht der Finks. Ich denke, das Buch hat zu viele Wiederholungen, zu viele Doppelungen. Es werden bestimmte Dinge fünfmal gesagt, wo er ein halbes Mal genügt hätte. Ich denke, dass er sehr schnell dieses Buch noch auf diesen Frühling aus irgendwelchen diffusen Gründen wegen der Aktualität vielleicht raushaben wollte, und man sieht es dem Buch auch an. Also ich würde behaupten, die Wiederholungen haben einen Sinn. Es sind keine Wiederholungen, sondern in einer Spirale wird dieses Kuckucksuhrwerk weitergetrieben bis zum bitteren Ende. Und das scheint mir wichtig zu sein. Das bittere Ende ist ja sozusagen der Überbau über dieser Geschichte, die die Geschichte fast zu einem Gleichnis macht. Nämlich eben dieser Fink, der sich zurückzieht, er arrangiert sich mit der Macht, und jetzt kommt dieser Traktat. Der scheint mir relativ wichtig zu sein. Wie auch immer gelungen, da müssen wir diskutieren. Und in diesem Traktat drin behauptet er einerseits, er arrangiere sich mit der Macht von jetzt, man müsse die Macht loben, sonst gehe man unter. Und jetzt kommt das ganz eigenartig. Es kommen so deutschnationale, eigenartige Seiten dieser Figur zum Vorschein, und da war ich ein bisschen verunsichert, wie ich das eigentlich zu orten hätte, Sabine. Also für mich hängt das eine fast ursächlich mit dem anderen zusammen, denn die Versuchsanordnung dieses ganzen Rechtsstreits ist eigentlich ja zumindest sprachlich, motivisch so angelegt, dass er gar nicht wirklich gewinnen kann sofort. Denn das muss ja bis, also wie Sie sagten, in die Spirale, bis ganz nach oben und bis ganz überdreht werden. Ja? Und dass dann wie ein Befreiungsschlag nachher diese seltsame Ideologie kommt, die eigentlich mit der Figur Fink wenig zu tun hat, aber eher mit dem Essayisten Walser und mit dem, was er in den letzten Jahren von sich gegeben hat. Das scheint mir eigentlich nur konsequent zu sein, denn ich meine, die Möglichkeit einer Utopie wird vollkommen abserviert, wenn es nachher heißt, es wird auch das Wort Utopie verwendet. Vielleicht kann ich das mal ganz kurz zitieren, wie es da heißt, am Ende in diesem Traktat.
Ein zu allem nickender Beamte Fink. Das ließ mich an Fortschritt glauben, an die Verbesserbarkeit des Menschen, einfach an Utopie. Alles utopische Denken und Handeln stammt aus der Erfahrung, dass Menschen nicken lernen können. Das ist natürlich böse und ganz klar walsersche Originalton praktisch. Das Buch hört ja auch so auf. Endlich bringt das Ich in dieser Figur den Beamten dazu zu nicken. Aber in dieser Stelle, glaube ich, müssten wir uns mal eine Passage anhören. Und zwar nicht vielleicht diese Passagen, wo ich meine Walser sei sehr, sehr stark im Erzählen, wo die Figur charakterisiert wird, die ich nach wie vor für eine sehr typische deutsche Beamtenfigur halte, sondern einen Ausschnitt aus diesem Traktat, den er in Melchtal in der Zurückgezogenheit schreibt und wo er sich Gedanken macht über das Siegen und über die deutsche Vergangenheit, die ja eben sehr viel mit dem Siegen respektive Nicht-Siegen zu tun hat. Es liest Peter Knehr. Den Sieger gibt es immer nur in der Einzahl. Es siegt immer nur ein Land oder eine Nation oder eine Rasse oder eine Idee oder eine Kultur. Wer siegt, schreibt dann die Geschichte. Möglich, der Besiegte erholt sich rasch von seiner Niederlage, einfach weil die Niederlage in ihm eine Arbeits- und Aufbaukraft provoziert, die beim Sieger vorübergehend eingeschlafen ist. Aber die Geschichte schreibt trotzdem er, der Sieger. Das heißt, der Verlierer hat keine Würde. Er hat vielleicht mehr Geld oder die besseren Autos, aber er hat keinen Wert mehr, weil er nicht mehr die Legitimität hat, etwas zu einem Wert zu machen. Jeder Wert ist gemacht. An sich ist nichts wertvoll und universell wertvoll schon gar nicht. Und alle Legitimität für Wertschöpfung hat ganz allein der Sieger. Das heißt, nichts ist anerkennenswerter als der Sieg. Und der Sieger kann gar allem den Wert verleihen, den er ihm verleihen will. Deshalb muss man siegen. Siegt man nicht, ist alles, was man ist und macht und schafft, scheiße. Hat keinen Wert. Oder eben nur den Wert, den der Sieger einräumt, zuteilt, gestattet. In den Jahrzehnten nach 1945 verlor der deutsche Soldat diesen Krieg zum zweiten, dritten, vierten Mal. Aber als er verloren war, war man nicht nur Soldat einer Armee gewesen, die einen Krieg verloren hatte, sondern Mitglied einer Verbrecherbande und insofern auch ein Verbrecher. Auch wenn man nichts getan hatte als die schaurige Pflicht, die die Gegnersoldaten auch getan hatten. Dann wurden aber so gut wie alle Deutschen gleich nach 45 eingeladen, sich auf die Seite des Siegers zu schlagen und damit auf der besseren, auf der einzig guten Seite zu sein und mitzuarbeiten an der Zerstörung auch noch der letzten bösen Altlegitimitätsrestchen. Diese Einladung, ein besserer Mensch zu sein, haben wir dankbar angenommen und haben uns fleißig hineingearbeitet ins Bessersein. Das Ausland sparte nicht mit Lob und Belohnung. Heute geborene Deutsche werden ins Bessersein hineingeboren. Aber jetzt stellt sich heraus, die Welt wacht über uns, als könne täglich die ganze Scheiße wieder hochkochen, ausbrechen, vulkanartig. Der Frieden, den man uns geschenkt hat, ist faul. Er stinkt. Es genügen Scheußlichkeiten, wie sie heute überall passieren, und wir sind wieder im schrecklichsten Verdacht. Und die für die Verdachtmeldung zuständigen Sensoren sind von Jahrzehnt zu Jahrzehnt immer mehr spezialisiert worden. Spezialisiert, das zu entdecken, worauf sie spezialisiert sind. Ein Ende dieser Empfindlichkeitssteigerung ist nicht abzusehen. Das heißt, wir bleiben in der Scheiße. Prinzipiell. Die deutsche Geschichte ist aus der Hitler-Scheiße nicht herausgekommen, sondern die Hitler-Scheiße wird so am Kochen gehalten, dass wir jederzeit mit ihr eingedeckt werden können. Rette sich, wer kann! Soweit diese Passage aus dem Roman Finks Krieg von Martin Walser. Es ist eine Passage, die von Fink, diesem unrecht behandelten Beamten, in der Abgeschiedenheit des Melchtals hier in der Schweiz geschrieben wird, wohin er dann flüchtet, als er merkt, in Deutschland habe ich eigentlich auch mein Gesicht gegenüber meinen Freunden verloren. Ich habe zwar Recht bekommen, aber eigentlich habe ich mich unmöglich gemacht. Frage, was machen Sie als Leserin, Sabine Haupt, Sie als Leser, Urs Widmer, mit dieser Passage in diesem Traktat? Ist das zu verstehen als Summe
aus Einsicht, dass im Grunde genommen nur wer siegt, überhaupt eine Chance hat und alle, die verlieren, bleiben Verlierer, Nationen bleiben Verlierer, Soldaten bleiben Verlierer, nicht nur der kleine Fink. Wie legt man sich jetzt dieses Finale dieser kleinen, mickrigen Beamtenfigur Fink zurecht, die ja sehr philosophisch daherkommt? Sabine Hau. Also ich glaube, dass dieser Fink der vermeintliche Autor dieses Traktat ist, das ist zwar die Fiktion des Buches, aber für mich ist überhaupt nicht ersichtlich, wie dieser sture Bürokrat, der sich eigentlich mit politischen Fragen überhaupt nicht auseinandergesetzt hat, außer vielleicht in der Biografie und in der Erinnerung an seinen Vater, wie dieser Fink plötzlich dazu kommt, so ein Traktat zu schreiben. Für mich ist das, sind das Worte von Walser, die er seinem Protagonisten in den Mund legt. Denn das knüpft sehr schön an das, was Walser die letzten Jahre zu Deutschland, zur Wiedervereinigung, zur Nazi-Verarbeitung und so weiter gesagt hat. Also wenn er vom politmasturbatorischen Modeton gesprochen hat und von anderen Äußerungen und gesagt hat, im Grunde genommen gibt es nur noch Handke und Boto Strauß, die irgendwie politisch verlässlich sind, was solche Punkte angeht, dann ist das für mich Originalton Walser und hat eigentlich mit dem Roman und der Geschichte und der Handlung sehr, sehr wenig zu tun. Ich denke auch, dass das die Schwäche dieser Passage ist, dass hier fast ganz offen Walser spricht und nicht mehr Fink. Ich denke auch, es hängt mit dem Rest des Buches nicht sehr deutlich zusammen, außer über die Schiene Sieger, Verlierer. Fink ist ja der Verlierer. Dennoch ist das in einer gewissen Weise die aufregendste und heißeste Phase des Buches. Man hat sich ja angewöhnt, Martin Walser, wenn man ein Linker ist, eifrig vorzuwerfen, dass er nicht mehr genau das sagt wie in den 60er Jahren. Ich denke, man wirft ihm das zu Unrecht vor. Und wenn man ein Konservativer war und ist, freut man sich sehr, dass Walser nun scheinbar in diesem Lager auftaucht. Ich denke, das sind nicht genügende Argumente und man sollte Walser schon zuhören, was er da sagt. Seine Thesen sind ja gar nicht so falsch. Da ist schon etwas dran. Nur macht es diesen gehabten Krieg nicht besser, sondern der bleibt so furchtbar, wie er war. Aber er sagt im Grunde genommen, und da wird es schon sehr problematisch, solange wir, er braucht das Bild der Scheiße, aber solange wir gute Deutsche sind, nur dann, wenn wir immer wieder sagen, wir sind schuldig gewesen und wir haben keine positiven Qualitäten, solange kann diese Gesellschaft sich nicht zu einer autonomen Gesellschaft entwickeln. Ich glaube, da hat er recht. Unrecht hat er, weil implizit immer mitschwingt, jetzt hört endlich auf, davon zu reden. Und nach diesen wirklich nicht vorstellbar großen Grauenhaftigkeiten ist es eben nicht möglich, nicht mehr davon zu reden. Und aus diesem Widerspruch kommt er auch nicht glaubhaft raus. Und dieser Widerspruch bleibt hier eingebaut und wird der Figur Fink zugeschrieben, aber ist der Widerspruch Walsers selbst. Mhm. Nochmals vielleicht von der Form her des Romans. Dieser Widerspruch kommt zutage in dem Traktat über den Dreck, ja, über die Scheiße, Kakata. Und das scheint mir, wie gut motiviert auch immer von der Figur her das jetzt sein mag, da kann man sicher diskutieren, aber es scheint mir nun wesentlich zum Roman zu gehören, dass er diese Wende nimmt. Ich würde den Roman ohnehin viel mehr, da waren wir uns einige, nicht als politisches Buch gelesen, überhaupt nicht. Ich würde sogar sagen, für mich kippt er in eine Groteske ab. Ja. Ob er dies voll erfüllt, da kann man auch wieder diskutieren, aber es ist viel eher eine Groteske. Und Sie haben zu Recht Kohlhaas erwähnt, weil ja auch die Namen Tronkenburg heißt einer, nicht von Tronka und so weiter, das spielt natürlich darauf an, aber wissen Sie, woran ich immer gedacht habe? Viel, viel mehr als an den Kolas habe ich an den Don Quixote gedacht. Mhm. Ja. Der kommt ja auch. Der kommt auch mal vor, ganz kurz. Der gegen unsinnigste Windmühlen kämpft. Natürlich, ja. Und damit so die ganze Unmöglichkeit, eben gegen irgendwelche Macht anzutreten, mir augenfällig macht. Und von daher gesehen, glaube ich, ist dieses Finale von Fink, wo der ganze schwarze Dreck sozusagen von unten nach oben gewühlt wird nochmals, eigentlich
der Ausbruch dieses Kleinbürgers, der jetzt sagt, jetzt sage ich mal wirklich, wie ich es eigentlich empfinde. Und so gesehen ist es auch psychologisch sehr schön motiviert. Ja. Dann, man weiß, dass die Leute dann, wenn sie nicht mehr weiter können, vielleicht tatsächlich zu einem solchen Ausbruch fähig sind. Nicht? Drei Leitfiguren zitiert er ja: Kohlhaas, den Idioten von Dostojewski und Don Quixote. Und das sind große, große Vorbilder, aber das zeigt die Richtung des Buches schon an, auch die mindestens Walser intendiert hat. Den Anspruch zeigt das auch an, ja. Ja, mit dieser schönen kritischen Schlusspointe von Sabine Hauptdurst Widmer, wenn Sie einverstanden sind, möchte ich diese Gesprächsrunde beenden. Finks Krieg, ein Buch über Unrecht, ein Buch über eine groteske Figur. Ein Buch übrigens auch über den Krieg im Alltag. Die Kriegsmetapher ist nicht zufällig gewählt. Man kann es als groteske lesen. Mir hat es sehr Eindruck gemacht. Man kann es, wenn man es als Metapher liest, für die Unmöglichkeit, gegen die Macht anzutreten, wie Sie beide, Ossismus Sabine Haupt, kann man es mit Fragezeichen lesen. Wir überlassen es dem Publikum. Das Buch ist erschienen im Surkamp Verlag Frankfurt, wo alle Werke von Martin Walser zu haben sind, und der Roman heißt Finks Krieg. Das war's, meine Damen und Herren, in den 52 besten Büchern. Technik Stanislav Romatnik, am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Hardy Ruess.